Hallo, liebe Fußballfreunde, willkommen auf Werners Fußballecke. Richtig, heute schauen wir uns mal zusammen die 20 größten Fußballvereine in Deutschland an. Welcher Verein hat die meisten Mitglieder? Mit einigen Überraschungen. Dann viel Spaß und es geht los. Dann kommen wir jetzt zu Platz 20 der größten Fußballvereine in Deutschland. Richtig, der VfL Wolfsburg. Wolfsburg hat 21.500 Mitglieder und wurde am 12.09.45 gegründet. So, dann kommen wir zu Platz 19. Da haben wir FC Augsburg. Der FC Augsburg hat 22.167 Mitglieder und wurde gegründet am 8.08.1907. So, dann kommen wir jetzt zu Platz 18 der größten deutschen Fußballvereine. Oh, Hansa Rostock. Hansa Rostock hat 26.000 Mitglieder und wurde am 28.12.65 gegründet. So, liebe Fußballfreunde, dann kommen wir jetzt zu Platz 17 der größten deutschen Fußballclubs. Da haben wir VfL Bochum. Bochum hat aktuell 26.578 Mitglieder und wurde gegründet 14.14.38. Das war der richtige Gründung von Bochum. So, auf Platz 16 der größten Vereine, ja, Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf hat insgesamt 27.200 Mitglieder und wurde gegründet am 5.05.1895. Schon sehr alter Verein. So, auf Platz 15 haben wir den ersten FC Nürnberg. Nürnberg hat aktuell 27.224 Mitglieder und wurde gegründet am 4.05.1900. Und liebe Fußballfreunde, was ist dein Lieblingsverein? Schreib ihn mal in die Kommentare. So, auf Platz 14 haben wir Kaiserslautern. Kaiserslautern hat aktuell 28.000 Mitglieder und wurde gegründet 2.6.1900. So, dann kommen wir jetzt zu Platz 13 der größten Fußballclubs. Und da haben wir den FC St. Pauli. St. Pauli hat aktuell 40.000 Mitglieder und wurde gegründet am 15.05.1910. Auch schon ein sehr alter Verein mit Riesentradition. So, auf Platz 13 ebenfalls haben wir Bayer Leverkusen, der neue deutsche Meister. Richtig. Leverkusen hat ebenfalls 40.000 Mitglieder und wurde am 1.07.1904 gegründet. So, dann kommen wir jetzt zu Platz 12 der größten deutschen Fußballvereine. Da haben wir den SV Werder Bremen. Bremen hat aktuell 42.407 Mitglieder und wurde am 4.02.1899 gegründet. So, gleich auf Platz 11, da haben wir ja Hertha BSC. Hertha BSC hat aktuell 50.000 Mitglieder und wurde gegründet am 25.07.1892, einer der ältesten Fußballvereine in Deutschland. So, auf Platz 10 haben wir ja den SC Freiburg. Freiburg hat aktuell ca. 60.000 Mitglieder und wurde gegründet am 30.05.1904. Auch schon ein Verein mit großer Tradition. So, auf Platz 9 der größten deutschen Fußballclubs, richtig, den Union Berlin. Union Berlin hat aktuell 62.722 Mitglieder und wurde gegründet erst, muss man sagen, 20.01.66. So, auf Platz 8 haben wir ja den VfB Stuttgart. VfB Stuttgart hat gerade 85.000 Mitglieder und wurde gegründet am 9.09.1893, auch einer der ältesten Vereine in Deutschland. So, auf Platz 7 haben wir ja Borussia Mönchengladbach, die Fohlen. Sie haben aktuell 100.000 Mitglieder und Gladbach wurde am 1.08.1900 gegründet. So, liebe Fußballfreunde, dann kommen wir jetzt zu Platz 6 der größten deutschen Fußballvereine. Da haben wir ja den HSV. HSV hat 110.000 Mitglieder und wurde am 29.09.1887 gegründet. Eine Riesentradition der HSV. So, auf Platz 5 haben wir ja den ersten FC Köln, auch einer der Traditionsvereine. Köln hat 132.439 Mitglieder und wurde am 13.02.48 gegründet. So, auf Platz 4 der größten Fußballvereine in Deutschland haben wir ja Eintracht Frankfurt.
Eintracht Frankfurt hat 140.000 Mitglieder und wurde am 8.3.1899 gegründet. Und wie gesagt, schreib deinen Lieblingsverein in die Kommentare. So, auf Platz 3 haben wir ja den FC Schalke 04. Schalke 04 hat 174.000 Mitglieder und wurde gegründet am 4.5.1904. Schalke 04 auf Platz 3. So, auf Platz 2 haben wir ja Borussia Dortmund. Der BVB hat aktuell 189.532 Mitglieder und wurde am 19.12.1909 gegründet. So, jetzt kommen wir zu Platz 1. Der größte deutsche Fußballverein ist, richtig, der FC Bayern München. Der FC Bayern hat 316.000 Mitglieder und wurde am 27.02.1900 gegründet. Der größte deutsche Fußballverein, Bayern München. Ja, liebe Fußballfreunde, das waren die 20 größten Fußballvereine in Deutschland. Ich danke dir für ein Like und für ein Abo für Werners Fußballecke. Verpasst auch meine anderen Fußballvideos nicht. Bis dann, viel Spaß noch. Tschüss.